Ich freue mich auf einen Vortrag von Professor Manfred Grohmann von Bolliger & Grohmann Ingenieure. Herr Grohmann, Sie sind Bauingenieur, haben an der Technischen Hochschule in Darmstadt studiert, haben 1983 das Büro Grohlinger & Grohmann mit Klaus Bollinger gegründet. Ihr Leistungsspektrum sind Tragwerks- und Fassadenplanung, Geometrieentwicklung, Bauphysik bis Bauen im Bestand. Ich freue mich sehr über das Thema, denn es ist ja heute schon angeklungen, nämlich Digitalisierung und Komplexität. Und da freue ich mich sehr drauf, was Sie zu sagen haben. Herzlich willkommen. Applaus. Guten Tag, nicht mehr guten Morgen. Guten Tag. Ich freue mich sehr, hier vorne stehen zu dürfen und Ihnen was zu erzählen. Eine sehr spannende Veranstaltung. Ich fand den ersten Vortrag von Patrick Leamy sehr, sehr, wirklich sehr pointiert und treffend. Wir warten alle auf die Disruptoren. Vielleicht sitzen sie schon mitten unter uns. Wenn man die aktuelle Entwicklung, die Tendenzen von Baufirmen sieht, wie sie versuchen, die größere Teile der Wertschöpfungskette auf Kosten der Architekten, auf Kosten der unabhängigen Ingenieure an sich zu ziehen. Das sind schon Schritte sichtbar, wo BIM dann als Vehikel benutzt wird, um die Veränderungen an der Wertschöpfungskette vorzunehmen. Das sind aber eher graduelle Änderungen. Die großen Disruptoren, die werden noch kommen. Mein Vortrag heute, zunächst so ein paar Projekte, zeige ich eigentlich nur Bilder aus der Vergangenheit, um unseren Weg darzulegen, zu dem wir heute sind. Generell kann ich sagen, dass hier das, was ich hier präsentiere, das ist nur die Spitze des Eisberges. Das sind die Signature-Projekte, die ich Ihnen hier zeige. Wir machen auch ganz normale Brot- und Buttergeschäfte, jetzt die ersten BIM-Projekte für große deutsche Baufirmen, wo wir ab Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung vollständig die Planung für die Baufirma bearbeiten. Wir versuchen natürlich, ich bin auch im VBI engagiert und möchte diese Stelle benutzen auf das BIM-Papier, was der VBI jetzt veröffentlicht hat, mal hinzuweisen. Wir unterstützen dabei die Bemühungen von Building Smart, weil unser aller Ziel, jetzt für uns jetzt als VBI, muss es ja sein, einen Open BIM-Standard zu etablieren und nicht von Firmen spezifischen BIM-Handbüchern und BIM-Softwares abhängig zu sein. Das wär das K.O. für alle unabhängigen Planer, auch für die Architekten. Dieses Projekt hier war eines der ersten Projekte mit komplexer Geometrie. 1999, vor 17 Jahren, 1999 für BMW auf der Internationalen Automobilausstellung. Der Architekt hatte die Idee, zwei Wassertropfen zu bauen. BMW hat damals die Wasserstofftechnologie propagiert. Wo ist sie heute? Fragezeichen. Wie plant man das? Wie baut man das? Wir waren sehr froh, dass wir über unsere universitären Bindungen auf Rhino gestoßen waren. Rhino damals noch als Beta-Version, konnte man runterladen. Damit haben wir das Ding da geplant. Und dann 5 Jahre später, was Ähnliches, nochmal eine Nummer größer, das Kunsthaus in Graz mit Peter Cook und Colin Foyer. 946 und individuell gekrümmte Plexiglasplatten, die hier als Fassade an das Gebäude geschraubt wurden. Nicht nur mit Plexiglas, wir haben solche Dinge auch mit Glas gemacht. Das ist ein Dach von 4 Stationsdächern der Hungerburgbahn in Innsbruck. Eine wunderschöne, wunderschöne Installation. Die Entwurfsidee der Architektin Sarah Hadid hier war eine Art Eisberg als schwebende Skulptur über den Stationen. Und ich glaube, das ist uns dann hier auch ganz gut gelungen. Ein weiterer Meilenstein für uns war dieses Projekt hier, ein Museum von Frank O'Geary, was in Deutschland erstaunlich wenig bekannt ist. Es steht in Herford. Herford ist zwischen Bielefeld, was es tatsächlich gibt, und Hannover. Hier war die Herausforderung, wie baut man das? Und hier haben wir diese komplexe Geometrie runtergebrochen in so einzelne Schalboxen, die individuell mit
computergesteuerten Holzplatten, jede unterschiedlich zusammengenagelt wurden. Die ganze Intelligenz dieser komplexen Schalung wird dann runtergebrochen in einfache, mit numerisch gesteuerten Sägen geschnittene Holzplatten, die dann einfach handwerklich zusammengenagelt werden. Und am Ende sieht der Betonbau dann so aus und das ist das fertige Gebäude. Diese Technologie, die wir dafür Wände verwendet hatten, die Technologie der Schalungsherstellung, auch hier bei diesem Projekt, als Bauingenieur geht mir immer das Herz auf, wenn ich diese wunderbare fliegende Betonkonstruktion sehe, die einfach grandios ist. Hätte man so als Skulptur stehen lassen können, ging natürlich nicht. Sollte ja ein Gebäude werden, das Rolex Learning Center an der EPFL in Lausanne mit Sana Architekten, ein Architekturbüro aus Tokio, mit dem wir auch schon 15 Jahre jetzt zusammenarbeiten. Ein wunderbares Gebäude, was die EPFL nicht nur aufgrund der Architektur, aber diese Architektur war auch ein Meilenstein dafür, wie der auf der internationalen Ebene nach vorne gebracht hat. Das Gebäude ist eine große Attraktion. Die Stadtführungen in Lausanne fahren mittlerweile zu diesem Gebäude und es wird da von den Studenten angenommen und ist ein wunderbarer Beitrag, finde ich, zur Baukultur. Da gibt es auch auf YouTube einen tollen 4-Minuten-Film, ein kurzes Interview vor allen Dingen mit dem Bauherrn, der sagt, warum er das Gebäude so gut findet. Und er sagt, er will seine Universität an der Weltspitze verankern und dafür braucht er auch Weltspitzenarchitektur. Und das ist das, was uns Bauschaffenden ja, finde ich, fehlt. Uns gehen ja langsam die Bauherren abhanden. Wir haben fast keine Projekte mehr mit Bauherren, wir arbeiten nur noch für Investoren, die dann am besten schon direkt nach dem Vorentwurf mit einem GU sprechen wollen. Und das ist diese Wertschöpfungskette, die ich eingangs schon erwähnte, die sich da auf Kosten der Architekten und auf Kosten der Ingenieure fast schon verschoben hat, muss ich sagen. Jetzt ein Sprung in der Dimension wieder. Das ist die Deutsche Bank hat ihre beiden Hochhäuser in Frankfurt saniert, energetisch ertüchtigt und im Zuge dieser Sanierung auch eine neue Corporate Identity dem Gebäude verpasst. Das ist ein Design von Mario Bellini, der diese Kugel hier in dem Foyer entworfen hat. Wir haben das Ganze dann umgesetzt, parametrisch umgesetzt und optimiert. Das sind 12 mm dicke Edelstahlringe, die jetzt freitragend in dieser Halle hängen. Ein schönes Projekt in Paris, Rive Gauche, für Hermès in einem ehemaligen Schwimmbad. Die Inspiration der Architekten von René Dumas war eine Art Vogelnest. Aber wie baut man ein Vogelnest? Wenn Sie genau hinschauen, das sind diese einzelnen Latten, sind aus drei 8 mm dicken Latten zusammengeleimt und um die schwache Achse dann gebogen, also erst gebogen und dann verleimt, hier mit den Schraubzwingen in der Krümmung fixiert. Und in der anderen Richtung um die starke Achse sind die Platten rausgeschnitten aus einem, die einzelnen Latten rausgeschnitten aus einem Plattenmaterial. Alles im Werk, das ist Holzbau Ammann, im Werk so vorgebogen, verleimt, dann auf die Baustelle gebracht und zusammengeschraubt mit verdeckten Schrauben. Sie können sich vorstellen, dass für jede dieser Latten, individuellen Latten, gibt es dann ein Schnittmuster und das wird dann zusammen vorfabriziert und am Ende sieht es so aus, eine schöne Installation. Das sind so, bei diesen kleinen Projekten kann man die Tools entwickeln, die Tools schärfen, um dann auch größere Projekte zu machen, wie dieses Stadion in Danzig mit RKW-Architekten für die Europameisterschaft in Danzig. Ein Kragdach, was von unten auskragt. Und für die Ingenieure, diese Kragträger lehnen sich gegen einen horizontalen Ring, der in der Dachscheibe
ausgebildet wird und der stabilisiert das. Also die Kragträger lehnen sich nicht an der Tribüne an, was aus verschiedensten Gründen nicht gut wäre. Dieses Dach ist also erst vollständig tragfähig, wenn der Ring geschlossen ist. Aber während der Planungszeit muss man ja an dem Dach arbeiten, man muss es optimieren, vom Stahlverbrauch her optimieren. Die Optimierung haben wir damals noch händisch vorgenommen. Aber um die Geometrie, jetzt müsste da so ein Film laufen, der zeigt, dass wir dieses ganze Dach parametrisch aufgebaut haben. Das ist auch wieder Rhino und hier schon mit Grasshopper. Vor Grasshopper haben wir das Rhino mit Visual Basic gescriptet, das ließ sich auch sehr gut machen, aber mit Grasshopper natürlich ein tolles Tool, was auch bei den Architekten sehr gut ankommt und die können auch sehr gut damit arbeiten und erstaunlicherweise bei uns im Büro diese ganzen Programmierarbeiten machen auch Architekten. Sie sehen da diese drei Slider, da kann man mit dem Schieber hin und her schieben und kann die Anzahl der Unterteilung des Fachwerkträgers und die Öffnung der inneren zwei Gurte und der äußeren zwei Gurte verschieben und kann dann an dem einzelnen Träger kann die Geometrie verändern, drückt dann auf den Knopf und sofort errechnet das Programm die gesamte Geometrie. Kann man noch dazu sagen, dass die innere Schale liegt auf einer NURBS-Fläche, die man auch parametrisch verändern kann und die äußere auch, sodass dieses Dach dann wir damals noch händisch dann mit diesen einfachen Geometrieveränderungen sehr gut optimieren könnten. Hier sieht man das Dach dann, der Stahlbau fast fertig und so sieht das Gebäude dann am Ende aus. Wir sind bei diesen Projekten immer mit den Aufgaben gewachsen und mit den Herausforderungen, die über die Architektur an uns herangetragen wurden, die wir dann versucht haben, weiterzuentwickeln, zu verstärken. Und es war Wolf Brix, der irgendwann mal gesagt hat, die Tragwerksplanung als Dancing with Gravity beschrieben hat. Und da passt diese Installation von Yves Klein wunderbar dazu. Und das war dann das erste Projekt mit Coop Himmelblau, 1996 fertiggestellt, das heißt vor 20 Jahren fertiggestellt. Das war das erste Projekt, bei dem wir wirklich den rechten Winkel verlassen haben, damals AutoCAD 3D auf so gekrümmten Monitoren, mit so einem richtigen Bildschirm noch. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Dann aus dieser Kooperation mit Coop Himmelblau eine ganze Reihe von herausfordernden Projekten wie die BMW-Welt in München, dieses wunderbare Dach, bei dem die Dachgeometrie so eine Wolke, das war die Entwurfsidee der Architekten, eine Wolke über einem Marktplatz. Und dieses Motiv taucht dann hier nochmal in weiterentwickelter Form in Dalian für dieses Konferenzcenter auf. Ein sehr großes Gebäude, da ist innen drin in dem Gebäude ein Auditorium für 2000 Zuschauer. Und dieses Musée de Confluence in Lyon, was 2014 erst fertiggestellt wurde. Der Wettbewerb war 2002. Also auch in Nachbarländern dauert das Bauen manchmal sehr lange. Hier wurde nach einem Jahr die Europa-Firma ausgewechselt und die Baustelle stand 3 Jahre lang still. Also nicht nur Deutschland hat Probleme mit dem Bauen. Die Europäische Zentralbank, die wurde ja vorhin schon mal erwähnt. Auch das ein Projekt, an dem wir von 2002 bis 2014 gearbeitet haben, von der ersten Phase des Wettbewerbes bis zur Fertigstellung. Da stecken 12 Jahre meines Lebens in so einem Projekt drin. Das sieht man dann hinterher nicht so wirklich. Jetzt hier kurz zu dem Hochhaus. Das ist ein Doppelhochhaus, was aus zwei Türmen besteht, die mit einem Atrium verbunden sind. Die Außengeometrie ist diese hyperbolische Fläche, die aber runtergebrochen auf das einzelne Fassadenelement aus ebenen Fassadenelementen zusammengebaut ist. Also die Krümmung ist so gering, dass das in der Fuge zwischen den ebenen Elementen aufgenommen werden kann.
das Tragwerk der Hochhäuser, wir haben die Kerne, wir haben die Decken und dann haben wir die Verbindungen, die statischen Verbindungen, die die beiden sehr schlanken Kerne in Querrichtung zusammenhalten. Für die Architekten war so ein regelmäßiges Raster, war nicht die entsprechende Lösung, also ein unregelmäßiges Raster. Und dieses unregelmäßige Raster, das waren somit die ersten Versuche, Optimierungstools zu starten, das heißt, mit einem Computer ein System generieren zu lassen, dieses System dann zu berechnen und diese Berechnung dann zu evaluieren und dann auf dem besten Ergebnis dann die nächste Generation über kleine Änderungen herbeiführen und so Optimierungsalgorithmen aufzusetzen. Das, was heute bei Rhino in Octopus fertig installiert ist, entstehen dann verschiedene Geometrien und am Ende sieht das dann so aus. Das sind auch Ihre Kräne, die mit Nadelausleger da links und rechts an dem Gebäude stehen. Die längste dieser Diagonalen ist 30 Meter lang, ist ein Stahlhohlkasten, 1 Meter auf 1 Meter aus 100 Millimeter dicken Blechen zusammengeschweißt. Hier war die Montage war ein großes Problem, weil auch diese Kräne können so ein Element, was 30 Tonnen wiegt, können so einen Diagonale nicht hochheben. Du musst temporär mit Seil. Und da muss man auch in der Ausschreibung schon ein Konzept haben, wie kann das montiert werden. Von daher gibt es ja schon so Überlegungen, dass wir das Hebezeug bei so Baustellen dann auch sehr unter Umständen den Entwurf sogar beeinflussen kann. Am Ende dann ein sehr, sehr elegantes Gebäude, was denke ich auch allgemein akzeptiert ist. Das, was Sie da links sehen, ist die Großmarkthalle, ein Industriedenkmal von 1926 von Martin Elsässer. 220 Meter lang, 40 Meter breit, 30 Meter hoch, eine einzigartige Stahlbetonkonstruktion. Ein weiteres Projekt aus Frankfurt, die Erweiterung des Städelmuseums, auch das wieder ein Wettbewerb. Fast all diese Projekte sind aus Wettbewerben entstanden. Erweiterung des Städelmuseums. Sie sehen hier rechts das bestehende Museum. Die wollten eine neue Ausstellungsfläche haben für eine neue Kollektion mit Kunst aus dem 20. Jahrhundert, die Max Hollein, der damalige Direktor, akquiriert hatte. Und im Wettbewerb mit Schneider-Schumacher dann die Idee, den Garten zu unterkellern, unter Beibehaltung der Gartenfläche und damit als nach außen sichtbar wird, dass da was Neues entstanden ist, man die Erweiterung nicht einfach in den Boden steckt. Diese Aufwölbung, dieser Hügel in der Landschaft, Formfindung, um das als Schale mit möglichst geringem Biegeanteil tragen zu lassen. Dann die Öffnungen, man soll Tageslicht nach unten kommen, die Skylights. Wenn Sie Öffnungen auf dieser gekrümmten Fläche, runde Öffnungen auf dieser gekrümmten Fläche platzieren wollen, dann wie sieht die exakte Schalgeometrie dann an dieser Stelle aus? Auch das dann parametrisch gemacht. Das heißt, diese Öffnungen einmal parametrisch definiert, dann auf die Fläche projiziert und dann ermittelt das Programm die exakten X, Y, Z-Koordinaten für diese einzelnen Öffnungen. Das ist dann der Grasshopper Workflow, ein gedrucktes Modell. Die Schalung, Schalelemente hier aus die Qualitätsanforderungen an die Schaloberfläche waren hier deutlich höher als bei dem Projekt in Lausanne. Also die Schalung aus Schaum gefräst mit GFK beschichtet und dann vorgefertigt auf die Baustelle gebracht und dann montiert. Sie sehen, wir haben diese Schalelemente, die Sie hier sehen, insgesamt viermal verwendet. Es gibt da so eine Doppelsymmetrie. Das ist dann so ein Bild, sehr gut die Komplexität darstellen kann. Das Braune ist die Bewehrung, Weiße sind die Leerrohre für die Kabel, das Rote ist die thermische Aktivierung und zu guter Letzt dann noch die Spannkabel, die in dem horizontalen Teil der Decke notwendig waren für die Standsicherheit. Die Bewehrungsplanung hier, vor allen Dingen die Bügel,
wurden hier auch parametrisch definiert. Da wir aufgrund der, wir haben eine orthogonale Bewährungsführung, wir haben die runden Öffnungen, wir haben den Hügel, wir sehr viele Hügelpositionen dann notwendig waren. So sieht das von unten aus, eine sehr, sehr schöne, angenehme Fläche, die Architekten wirklich überrascht hat, dass das Ding so toll aussieht, hätten wir nicht zu hoffen gewagt. Und von außen nach wie vor ein öffentlicher Raum, es wird benutzt, das Städel macht im Sommer da auch Gartenfeste und es gibt Filmvorführungen und Theatervorführungen auf diesem Raum. Also ein Projekt, was sehr viel Akzeptanz gefunden hat. Das war kein Wettbewerb hier, sondern ein Entwurf von Bernhard und Partner für ein Planetarium in Garching. Die Entwurfsidee sind zwei Galaxien, die Spiralgalaxien, die verschmelzen. Daraus ist dann diese Entwurfsidee entstanden. Hier haben die Architekten, Bernhard und Partner, das gesamte Gebäude geskriptet mit Grasshopper, alles geskriptete Flächen. Und jetzt mussten wir hier einen Workflow etablieren, wie wir diese Geometrie, sind ja Volumen, wie wir diese Geometrie dann transformieren können in unsere Berechnungsprogramme. Wir brauchen ja, uns interessiert ja keine Volumenmodelle, wir brauchen ja Achsmodelle. Also hier wird aus dem Volumenmodell wird ein Flächenmodell, dann wird ein Linienmodell und am Ende brauchen wir dann die Koordinaten der Mittelflächen, um die in unser System zu transportieren. Dann für die Schalplanung das Ganze wieder rückwärts. Das kann ich ein bisschen schneller machen, weil am Ende müssen wir Pläne auf die Baustelle bringen. Hier gab es dann auch schon die enge Kooperation mit Doka. Also nicht mehr, das ist eine Schalung, die man biegen kann, aus der dann die einzelnen Flächen hergestellt wurden. Nicht mehr diese händisch zusammengenagelten Kisten. Ich habe noch ein Projekt, dann bin ich fertig. Und das ist ein Bild vom 28. September. Nächstes Jahr wird Einweihung sein und ich bin mir auch sicher, dass auch dieses Gebäude ein Erfolg wird. Ich möchte jetzt zum Schluss noch, sind doch noch zwei kleine Dinge, die ich zeigen wollte. Das ist der Stand, bei dem wir heute sind, bei dem Thema Optimierung, das ist eine Brücke in Frankfurt am Flughafen, die das Parkhaus mit dem ICE-Bahnhof verbindet. Ein irreguläres System vom Computer generiert und nicht nur generiert, sondern auch optimiert, um den Stahlverbrauch zu minimieren. Und das haben wir hier das erste Mal, das ist der klassische Optimierungszyklus, man hat die Geometrie bearbeitet, bringt die Geometrie dann in ein statisches Modell. Und jetzt haben die Kollegen in Wien in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst und auch Clemens Preisinger, der hier ganz vorne mit die Entwicklung leitet, dieses Caramba entwickelt. Und was kann Caramba? Caramba ist ein Add-on zu Rhino und Grasshopper. Für diejenigen, die Interesse haben, caramba3d.com. Und Caramba, diesen kleinen Film noch, zeigt in Echtzeit eine statische Antwort, so nenne ich das, also Verformungen und Schnittgrößen auf parametrisch definierte Systeme. Hier sieht man, man kann mit der Maus neue Stäbe hinzufügen und dann antwortet das System sofort mit der statischen Reaktion. Wie funktioniert das? Man braucht eine Geometrie. Die Geometrie wird dann in statische Elemente konvertiert und dann zusammengesetzt. Dann muss man Unterstützungen definieren, man muss Lasten definieren und man muss Querschnitte definieren und dann antwortet das System. Das ist jetzt mein letztes Projekt. Ein Wohnhaus in Vaduz für Firma Marxer. Hier war die Entwurfsidee des Architekten, auch das ist das Ergebnis eines Wettbewerbes, war ein
energieaktiv, also ein aktives Haus zu bauen. Dazu ist der Entwurf ist entstanden aus der optimalen Orientierung des Gebäudes zur Sonne hin. Da oben sind verändernde Sonnensegel, mit denen die Sonnenenergie aufgefangen wird. Das statische System, auch das ist mit den verschiedenen Grundrissen hängt, ist entstanden aus den verschiedenen Grundrissen auf den verschiedenen Ebenen mit V-förmigen Stützen bzw. A-förmigen Stützen, die nicht nur den Vertikallastabtrag übernommen haben, sondern auch einen wesentlichen Teil des horizontalen Lastabtrages. Und hier sieht man diese A-Stützen in dem Gebäude. Da gibt es einen symmetrischen, einen unsymmetrischen Typ. Und die Anordnung dieser Stützen wurde definiert. Die Stützen dürfen nur in dem roten Bereich stehen. Und dann verteilt das Programm, das sind alle möglichen Stützenstellungen, das Programm verteilt dann die Stützen über das Gebäude und setzt dann einen Optimierungslauf ab auf. Sie sehen hier die Verformung und Sie sehen, wie das System dann ein Optimum findet. Das ist die Optimierungsstrategien, Pareto-Front und was es da alles gibt. Da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und das ist noch drei Bilder von der Baustelle. Das sind die Stützen, vorgefertigt mit der exakten gefrästen Schalung als sichtbare Sichtbeton natürlich. Und das ist dann ein Rendering von dem fertigen Gebäude. Und das war schon mein letztes Bild. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Grohmann. Vor allem das letzte Projekt fand ich ja insofern ganz interessant, weil ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Hier durch die Optimierungsstrategie kann man auch vor allem Ressourcen einsparen. Ja, mit dem möglichst geringen Materialverbrauch das Entwurfsziel erreichen. Ja. Haben Sie denn den Eindruck, dass das wirklich ein Quantensprung ist? Also ich meine, das sah jetzt sehr beeindruckend aus, weil ich sage mal so, Sie kommen glaube ich auch aus der nicht-digitalen Ära, so wie die anderen hier auch. Früher hätte man sieht man an meiner Haarfarbe. Genau, früher hätte man die knapp 1000 Varianten waren das ja glaube ich, irgendwas bei 800 hat es aufgehört, hätte man das ja gar nicht händisch rechnen können. Also das ist ja ein gigantischer Vorteil. Ja, das kann man natürlich sagen, was soll das? Ich kann da auch ein paar Wandscheiben dahinsetzen und dann geht das Gebäude auch. Aber diese besonderen Herausforderungen sind für uns immer der Ansporn, an das System weiterzuentwickeln. Mhm. Und diese Optimierungstools lassen sich auch für jede Aufgabe verwenden und wir arbeiten jetzt auch dran, diese Optimierung nicht nur auf das Tragwerk zu beschränken, sondern auch so andere Dinge wie Belichtung, Belüftung, Sichtbarkeit, Tageslicht, auch diese Faktoren in die Optimierungsprozesse mit einzubeziehen. Ich möchte nochmal an den Anfang Ihres Vortrags kommen. Sie haben ja ganz am Anfang sozusagen auf Patrick McLeany geantwortet und dass Sie gesagt haben, halt die Disruptoren sitzen vielleicht schon unter uns. Und dann haben Sie auf einmal gesagt, BIM als Vehikel der Disruptoren. Jetzt ist die Frage, sehen Sie eher sozusagen in der Entwicklung eine Gefahr, dass sozusagen andere Branchen kommen können? Oder ist BIM nicht doch eher die Möglichkeit, einen Anteil einer Wertschöpfungskette zurückzubekommen? Ich habe gerade, das passt ganz gut, die Frage, gerade gestern einen Vortrag vorbereitet in einem anderen Zusammenhang. Und da ist mir ein Zitat eingefallen. Ich bin ein großer Cineast. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Film Il Gottopardo, der Leopard von Luchino Visconti. Und da sagt der Fürst an einer Stelle zu seinem Schwiegersohn, der mit der Revolution geht, das spielt im Italien des 19. Jahrhunderts, die Dinge müssen sich verändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Wenn wir da bleiben wollen, wo wir sind, müssen wir bei BIM und bei der ganzen Digitalisierung ganz vorne dran sein. Und das ist ja genau hier der Kreis, ich hatte gestern Abend wunderbare Gespräche hier mit Kollegen, das ist genau der Kreis, in dem das stattfindet. Also nochmal auch von meiner Seite den Glückwunsch für 20 Jahre Building Smart. Das ist ein toll, dass wir alle da so zusammenarbeiten, das Ding voranbringen. Nur, die Disruptoren sind ja auch da, sie sind ja unter uns. Auch dabei. Die sprechen ja mit und die versuchen dann natürlich das Thema BIM, vielleicht darf ich das in zwei Sätzen nochmal schildern, was ich vorhin eingangs erwähnt habe. Die Architekten machen einen Vorentwurf, die Architekten machen einen Entwurf, aber den Entwurf
nur teilweise, soweit er für die Baugenehmigung notwendig ist. Mehr beauftragt der Bauherr nicht. Und wenn er die Baugenehmigung hat, geht er zur Firma, zur Baufirma, zu einem GU und lässt den Rest über den GU laufen. Das ist die Realität, die wir jetzt aktuell da draußen für Hochbauprojekte, für Büroprojekte, für im Wohnungsbau erleben. Wie sieht denn, wenn wir dieses Rad ein bisschen sozusagen zurückschrauben wollen, das heißt Veränderung generieren, um sozusagen die Situation der Architekten, Ingenieure zu verbessern, wie sieht denn dann in Zukunft das, ich sag mal, neue Verhältnis zwischen Planung und Ausführung aus? Also bei den Projekten, die Sie gezeigt haben, müssen Sie ja schon sehr, sehr früh mit den ausführenden Firmen ins Gespräch gekommen sein, um auszutesten, was ist technisch überhaupt möglich, wie ist es realisierbar? Ja, das ist immer eine Gratwanderung. Natürlich, das muss man. Aber man spricht auch nicht nur mit einer Firma, sondern spricht noch mit mehreren Firmen. Wir müssen ja für den Bauherrn den Markt offen halten. Und wir können auch, das ist die Ausnahme, dass man also irgendwas entwickelt, was dann nur von einer Firma baubar ist, weil das sich ja sofort auf die Kosten niederschlägt. Sie sind ja von der Architektenkammer, deshalb mal mein Wort an der Stelle hier von vorne an die Architekten. Ich finde es skandalös, wie die deutsche Architektenschaft mit dem Thema BIM umgeht. Wenn ich mir auch mit Kollegen Architekten spreche, das ist, die schlafen alle noch ihren Schlaf. Ich kann ja... Ich würde nicht sagen, dass alle... Sind wir den richtigen hier, ja, den Geschäftsführer. Ich würde nicht sagen, dass alle den Schlaf schlafen. Die Frage werde ich Dr. Tillmann-Prinz heute Nachmittag stellen. Das ist nämlich der Bundesgeschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Aber wo Herr Professor Grohmann recht hatte, wir haben uns kennengelernt, weil ich war 10 Jahre lang Wirtschaftsreferent bei der Bundesarchitektenkammer, bevor ich dann Geschäftsführer BDA wurde. Sozusagen für den kleinen Ausschnitt der Guten sprechen darf. Und da muss man sagen... Kleine Werbung in eigener Sache, da muss man sagen, da geht schon einiges. Es gibt sehr viele BDA-Kollegen, die sich mit dem Thema BIM auseinandersetzen und die Bundesarchitektenkammer hat sich auch sehr, sehr stark jetzt engagiert. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel das Büchlein, das heute präsentiert wird, 100 Fragen, 100 Antworten. Aber 130.000 Kollegen und nochmal 45.000 Ingenieurkollegen zu bewegen, ist eine große Sache, vollkommen richtig, da haben Sie recht. Jetzt nochmal zu dem Thema Planen und Ausführen. Ich hatte Herrn Patrick McLeany gefragt, wie sieht das mit der Datenflut aus, mit der Komplexität, was ja auch Thema Ihres Vortrags war. Und man hat ja auch an den Projekten gesehen, Sie müssen enorme Datenmengen verarbeiten. Und da ging es darum, wie können eigentlich sozusagen junge Architekten, Ingenieure da den Überblick behalten? Und dann sprach er davon, dass es so eine Art Dictionary geben sollte. Ich habe mir das vorgestellt wie so eine Art Suchmaschine. Ich gebe meine Variablen ein und dann spuckt mir diese Suchmaschine dann irgendwelche sozusagen Module aus, die dafür passend sind. Dahinter stehen Firmen, mit denen ich dann ins Gespräch gehe. Das heißt, es ist ja gar nicht mehr der persönliche Kontakt, der an erster Stelle bei der Auswahl potenzieller Projektpartner steht, sondern erstmal sozusagen ein digitaler Filter. Wie finden Sie diese Vorstellung? Also macht man das nicht heute schon? Also, dass man sich informiert, wer kommt dafür in Frage? Aber am Ende des Tages wird man ja dann sehr oft feststellen, dass das, was im Katalog drin ist, so nicht passt, dass man Veränderungen braucht. Und dann muss man, spätestens dann muss man mit den Produzenten sprechen. Ich kann mich jetzt auch ein bisschen outen. Ich komme aus einer Bauunternehmerfamilie. Ich bin der missratene Sohn, der nicht Bauingenieur geworden ist. Mein Vater hat eine Tief- und Straßenbaufirma und er war sozusagen einerseits der Digitalisierung gegenüber skeptisch, weil er immer gesagt hat, da sitzen die Leute hinter ihrem Klimperkasten und denken nicht mehr nach. Andererseits war er der erste Unternehmer in Ratingen bei Düsseldorf, der einen Computer gekauft hat, so einen riesen Kasten. 1975 war das schon, 100.000 D-Mark und der Drucker mit 2 Nadeln 35.000 D-Mark. Unsere Eltern sind leider verstorben, aber das Gerät haben wir immer noch. Also das werden wir verwahren. Das ist ein Wahnsinn, wie sich da was getan hat. Warum ich das jetzt erzähle, ist die Frage, wie entwickelt sich in Zukunft sozusagen das Verhältnis zwischen Architekten, Ingenieuren und den ausführenden Unternehmen in dem persönlichen Kontakt? Also wenn so eine digitale Filtermaschine davor ist, stellt sich mir die Frage, findet noch der richtige Austausch statt und umgekehrt? All das, was sozusagen nicht in die Modelle reinpasst, in die Datenstruktur reinpasst, ist das dann noch auffindbar? Also wir kennen die Diskussion bei Google, was Google in seinen Algorithmus nicht reinprogrammiert, finden sie nicht mehr, fertig. Es gibt Informationen, das sind Exformationen, die sind nicht mehr auffindbar. Gehen wir auch in so einen gefährlichen Prozess, denn die Kunst der Architekten, Ingenieure mit den Firmen war immer, die Grenze des technisch Möglichen nach außen zu schieben. Das hat man auch in der Evolution ihrer Projekte gesehen.
Also es waren jetzt ganz viele Fragen. Ganz viele Fragen, ja. Es geht mit mir durch. Die eine, natürlich passiert es, das ist das Problem der Dokumentation, dass viele Dinge nicht ausreichend dokumentiert werden, aber das hat man im Analogen, wenn Sie mit analogen Werkzeugen arbeiten, haben Sie das Problem auch. Das ist schwierig. Die andere Frage war das der persönliche Austausch. Ohne den persönlichen Austausch läuft nichts. Selbst wenn hinterher dann gemeinsam an einem Modell oder alle arbeiten an verschiedenen Modellen, an einem Projekt und man macht Videokonferenzen. Wir machen immer am Anfang ein Treffen, wo alle an einem Tisch sitzen. Das ist ganz wichtig, dass man miteinander spricht. Man muss den Gegenüber kennen. Das ist nach wie vor das Wichtigste. Wichtigste, dass das auf der menschlichen Ebene funktioniert. Das ist noch keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung, dass auch der Austausch dann über 3D-Daten oder über Datenbanken funktionieren kann. Ich meine, die Branche hat das Phänomen, dass bei jedem Projekt werden die Teams neu zusammengestellt und müssen sich neu zusammenfinden. Da ist sozusagen der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig. Die letzte fachliche Frage, die ich Ihnen stelle, ist: Sie haben bei Ihren Projekten gezeigt, ich würde sagen fast alle, widersprechen Sie mir, wenn es nicht stimmt, sind durch Wettbewerbe entstanden. Die meisten, ja. Die meisten, ne? Die meisten, ja. Und welche Rolle soll eigentlich BIM in Architektenwettbewerben stattfinden? In Berlin hat gerade ein Wettbewerb stattgefunden, wo tatsächlich schon ein rudimentäres BIM-Modell gefordert worden ist. Das hat dann zu richtig Zoff in der Architektenschaft geführt. Was ist da Ihre Einschätzung? Blödsinn. Was, der Zoff oder das BIM? Im Wettbewerb. Hat keine Rolle. Alles klar, überhaupt, vielen Dank. Aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Könnte ich detailliert begründen, aber müssen wir nicht. Vielleicht einen Satz dazu oder zwei? Es soll doch die Qualität und die Funktion beurteilt werden und dazu brauche ich kein BIM-Modell. Die Kosten im Wettbewerb sind eben im dicken Daumen, da braucht man auch kein BIM-Modell dazu. Dann die letzte persönliche Frage, Sie haben sicherlich Familie. Ist jemand auf Ihren Rat hin Bauingenieur oder Architekt geworden? Ich habe zwei Kinder, die Tochter hat Betriebswirtschaft studiert, ist jetzt im Personalbereich tätig. Und der Sohn hat zum Leidwesen des Vaters Philosophie studiert. Aber ich habe mal einen Frieden gemacht mit meinem Sohn. Er hat jetzt eine Postdoc-Stelle an der Deutschen Universität und was will ich mehr? Der Hintergrund der Frage war ja, haben Sie ihn geraten, Architekt und Ingenieur zu werden, um die Zukunftsfähigkeit des Berufsstandes zu haben Sie? Habe ich, ja. Dann mache ich folgenden Vorschlag. Ich werde mich mit Ihrer Tochter und Ihrem Sohn mal zum Schwarze Schafe Wiedersehen treffen, weil ich bin ja auch sozusagen aus der Art geraten und nicht Bauingenieur geworden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Großen Applaus für Sie. Danke.